Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge von Architects. Wir sind weiterhin unterwegs auf Valgoero, unserem Community-Server und zu Gast heute bei der Freya. Servus, grüß dich. Hallo. Und wir haben Zaungäste im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Zuschauer. Zuschauer, die Deinonychus sind das, oder? So heißen die, glaube ich. Kann das sein? Genau, okay. Ja. Die sind mit der Dino... wie heißt sie doch gleich? Additional, genau. Ja, ne? Arc Additional, glaube ich. Arc Additions, so heißt sie, genau. Ja, da sind die mit reingekommen auf Valgoero. Und sehr neugierige Kerlchen scheinbar. Super, wir sind ja, hier. Ja, das sind immer diese aufdringlichen Badegäste. Ja, ich verstehe das aber auch, weil es ist nun mal ein kleines Badeparadies hier. Ja. Und wir sind auf der Map, kann man gerade mal schauen. Genau. Recht weit oben in der Ecke. Bei, was ist denn das hier, so Pi mal Daumen, 33, 68 so ungefähr? Würde ich auch schätzen. Ich habe leider noch kein GPS. Ja, aber so umdreh. Ne, man sieht es ja, wo ich mich da oben drehe quasi. Und recht nah beim Sumpf, aber eben hier wunderbar direkt an diesem großen See, der die Mitte, das Zentrum von Valgoero darstellt, an schönen Wasserfällen hier. Und da gibt es eine kleine schnuckliche Basis und die schauen wir uns jetzt an. Mit genau. Kleinen schnuckligen Rexen. Ja, also das hier ist mein Begrüßungskomitee. Das ist Big Red. Ja. Ist die Frage, der sagt immer, ist das Willkommen? Ja, je nachdem, wer hier reinkommt. Ja, er ist auch der Türsteher. Der guckt sich die Leute ganz genau an und wer nicht so ganz reinpasst, der, mit einem Haps ist alles weg. Das bin ich froh, dass ich ausnahmsweise mal einen halbwegs tauglichen Charakter gemacht habe, was total untypisch für mich ist. Ja, er scheint dich zu mögen. Ja, ne? Oder er ist hungrig. Ich weiß es noch nicht. Den Blick kann ich noch nicht ganz einordnen. Ich hab extra nochmal alle gefüttert, damit die auch brav sind, bevor du angekommen bist. Ja, ja. Das ist sehr gut. Und hier... Und das Begrüßungskomitee hier komplett, ne? Also die ganze stehen Spalier. Parade. Finde ich sehr ja. nett. Finde ich ja. sehr aufmerksam. Vor allem die Farben. Das ist echt hart. Also dieser gelb-grüne hier ist echt hart. Das ist... Boah. Ja, deswegen heißt sie auch Clementine. Clementine, ja. Und der Hulk, ja, passt auch. Ja. Ja. Und haben wir hier Bee? Ja, Bumblebee, ne? Dachte ich mir. Ja, das passt einfach von der Farbkombi. Ich meine, das Grüne ist noch ein bisschen extravagant, schade. Aber... Das ist schade, dass das Grün da drin ist. Aber ansonsten sieht der richtig stark aus mit diesem Schwarz und Gelb. Ja, ich liebe die Kombination allgemein. Also Kupferfarben, diese Kupfer-Bronze-Töne mag ich wahnsinnig gern. Sehr schön. Sehr schön, die Rexe. Ja. Cool. Ja, hier also oben? Allgemein gibt es hier ja sehr viele Rexe in der Gegend, deswegen auch die Schutzmauer drumherum. Die hilft von der Höhe so gerade genau, dass kein Rex reinkommt. Ja, und du hattest mir eben schon, wo wir noch nicht aufgenommen haben, erzählt, es ist auch mal ein Alpha-Rex reinspaziert. Wir hatten gerade Besuch von Kanos, die hier an der Basis angeklopft haben, jetzt die Deinonychus. Also es ist jetzt keine ganz lockerflockige Gegend hier, ne? Nee, also man muss schon wirklich gut gewappnet sein. Also am Anfang wurde mir hier diverse Male alles weggefressen, bis ich dann angefangen habe, die Mauer zu bauen. Ja. Und ja. Ah ja, genau. Also hier hat man schon mal so einen schönen Blick hier runter. Und da oben guckt auch schon einer zu. Ja. Ach da, da, ach ja. Ja, also ich dachte mir, so ein paar Fenster im Häuschen sind nicht schlecht. Ja, müssten aber, ach doch, da ist ja ein Fenster. Da ist ja ein Fenster dahinter. Ja, natürlich, er hat ein Fenster bekommen. Schön. Damit er rausgucken kann. Ich find die sowieso total niedlich, die Terizinos. Ich mag die sowas von, der Blick von denen ist total putzig. Ja, also die sind super niedlich. Ah, hab die viel zu selten gezähmt. Ja. Also die sind echt was Schönes, also vor allem so plüschig. Genau, und hier drüben am Fenster, da sind die anderen fleißigen Helferlein. Haben wir Dödi und Co. in diesem Stall drin. Genau, die haben alle einen Stall, also ein Fenster im Stall bekommen. Muss ich mal fragen, diese Flagge oder dieses, was ist das hier, dieses Totem oder was? Wo kommt denn das her? Ist das RP-Dekor oder? Das müsste aus einer der Mods sein, aber ich glaube nicht RP-Dekor, sondern... Das kenne ich jetzt noch gar nicht. Rex Warflag nennt sich das. Müsste ich nachher mal den Tisch anschauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche von den... Also es ist einer von den Dekortischen. Mhm.
Auf jeden Fall eine Eco. Ja. Das ist sicher. Ich glaube schon. Eine der Eco-Mods, die wir drauf haben. Die Modliste ist wie genau, hoffentlich und da immer. Zu diversen Dinos eben. Solche Warflags dann. Ja. Genau. Ja, hey. Das ist. Hier drin wird dann auch, wenn gezüchtet wird, dann auch die Dinos, also die Babys, ausgebrütet und umsorgt. Mhm. Das macht dann die Anita hier. Ja, ja. Anita. Ja, okay. Genau, die ist hier die Dame fürs Grobe. Ja, ja, ja. Gott, die Anken sind ja noch harmlos hier. Aber die da oben hat auch eine krasse Farbe wieder. Ja. Ist das, war das bei einem Event oder ist das? Ich glaube, das war noch das. Was war denn das? Blau? Irgendein Event hatte Blau. War das Ostern? Ich glaube, das war Ostern, ja. Diese krassen Farben waren da dabei, ne? Übel. Ich glaube, ja. Ja, das ist auch ein Erbstück. Also die, ein paar, wie gesagt, hab ich geschenkt bekommen, auch als ich hier auf den Server kam. Aha, ist doch schön. Ja, also die Community ist super. Also man braucht nur einmal Hallo sagen, ich bin neu und schon bekommt man erstmal ein Starterpaket in die Hand gedrückt. Da hast du einen Rex, da hast du einen Giga, da hast du das, da hast du eine Basis, hier kannst du wieder gehen. Du hast es ja selbst schon mitbekommen, auf Extinction wollten sie dich ja auch erstmal komplett ausstatten. Ja, ja, genau. Muss man manchmal sogar ein bisschen bremsen, wenn man noch ein bisschen was selbst machen will, aber es ist super lieb und man wird immer willkommen geheißen. Das ist schon schön, ja klar. Und vor allem, wenn man mal wirklich Hilfe braucht, weil irgendwie grob Mist passiert ist. Kriegt man natürlich auch geholfen. Eben, ja. Da sind schon wieder hier die hallo. Zuschauer. Ja. Hau ab. Ja. Ja, und das ist halt auch ein Grund, also hier gibt es so eine Noteingangstür auch hier hinten, wenn dann von oben was kommt, kann man hier schnell wieder rein und rauslaufen. Aha. Ja. Das, sich wenn man gerade draußen so unterwegs ist. Nee, jetzt würde ich es nicht machen. Ah, wie die Sonne hier rein scheint, wunderschön. Ja, die Straßen sieht grad schick aus hier, richtig. Ne? Ja. Hast dir echt einen schönen Spot rausgesucht, muss ich sagen. Ja, aber also ich bin auch immer wieder begeistert, wie wunderschön diese Karte ist. Das wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich eher auf Valguero ist es tatsächlich so, man fliegt umher und denkt sich, ja, da könnte ich bauen, da könnte ich bauen. Da sich dann zu entscheiden, ist echt hart. Ich habe letztens wieder einen Rundflug gemacht. Ich habe mir gedacht, oh Gott, und auch da hätte ich noch und dies und jenes und ja. Die anderen Häuschen und Basen auch mal angeschaut ein bisschen. Zum Füttern bei den anderen Dodos mal ein bisschen rund geflogen. Es ist so, es kommt ja jetzt noch das Update. Hatte ich ja schon vorgestellt auch auf dem Kanal. Und damit, ja, ich habe es gerade noch ein bisschen heller gedreht. War schon wieder Nacht, weil wir kurzen Tag haben gerade. Mhm. Noch sind hier Aberration-Zeiten. Mit dem Update beispielsweise fällt das raus. Ja? Dann gibt es nicht mehr diese 20%-Nächte und sowas hier. Da ist das dann das weg. Ist, darin kann man etwas besser planen. Das ist manchmal doch etwas verwirrend, gerade wenn ich, wo ich hier die ganze Lichterdeko gemacht habe, musste ich mich teilweise sehr beeilen, damit ich noch gesehen habe, wie ich beleuchten muss. Ja. Weil ich kaum, dass ich die Fackeln gebaut hatte, eigentlich schon wieder Tag hatte. Ja. Und ja. Dann halt 90% Tag, das heißt eigentlich, ja. Dann dauert es lang, bis wieder Nacht zum, ja. Exakt. So, also hier geht's zur Pension Seeblick. Mhm. Genau, also das ist Pension und auch mein Wohnhaus. Für Schafe. Pension für Schafe. Ja, das ist das sind so die Kuscheltiere. Kuscheltier, hier, ja? Da kriegst du aber Kratzer, du. Ja, das war unter anderem mein allererstes Geschenk hier auf Valguero. Da kam ich ganz frisch an, hatte nur eigentlich ein Raft, sonst nichts. Und dann bin ich den Hirntoten über den Weg gelaufen. Aha. Und dieser Raptor hatte sich mir an den Hals geworfen und wir haben ihn dann gezähmt und mir geschenkt. Er war ein bisschen buggy, er ist immer vor dem Fleisch weggelaufen. Ja. Und hat seinem Namen alle Ehre gemacht, er hat sich wie ein Clown verhalten, also er hat nur Blödsinn gemacht. Ja, also ja. Manchmal buggt es dann doch noch teilweise bei der Immersive Taming oder wie, weil ich hatte bisher bei der eigentlich so das Gefühl, dass es gibt kaum Bugs, aber bei den er ist eigentlich immer, wenn man ihm Fleisch hingeworfen hat, ist er weggelaufen, als wenn er Angst hätte. Vielleicht war er Vegetarier. Ich habe es im Nachhinein auch gedacht, vielleicht hätten sie lieber Bärchen hinschmeißen sollen. Ja, ein bisschen Salat, ein paar Kartoffeln. Ja. Ja. Und ja, hier ist von der Mod, ne? Also die Dino Nychus, aber er ist mein Mino Plüschus.
Meine Plüsch. Ja, ist ja nicht deiner, ist es meiner. Ja, genau. Ah, die sind einfach toll, oder? Also, sie sind wunderschön. Die lächeln so süß. Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, die waren eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich diese Mod hier installiert habe. Die Arc Editions. Ich habe die Collection installiert. Das heißt, alle, die mit Arc Editions reingekommen sind, auch diese Krokos und die Riesenschildkröten, Fische, was war's noch? Waren das alle? 4 Stück waren es. Ja, ne, da müsste das passen. Aber das sind einfach die Highlights, die da noch nicht ist. Ja, auch die Bewegungen wunderbar gemacht. Richtig, und der die Blick, sind auch der recht Blick stark. Ist schön. Also wenn du mit denen im Rudel unterwegs bist, die hauen richtig was weg. Ja, also die haben den normalen Raptoren eigentlich ziemlich den Rang abgelaufen. Ja, muss man sagen. Sind wesentlich hübscher, würde ich ganz persönlich jetzt mal sagen. Und definitiv sehr effektiv. Ja, und auch recht flott unterwegs. Sie haben diesen weiten Sprung und alles. Also ja, ganz, super. Ganz tolle Tiere. Sehr schön. Ja, Karl und Carla sorgen bei mir dafür, dass meine Pflanzen gut wachsen. Karl und Carla auf jeden Fall. Genau, ja. Karl und Carla machen mir Dünger. Mhm. Im Wohnzimmer. Das heißt... In Kooperation mit Kakarina die Große. Kakarina die Große. Oh, der Name ist geil. Ja. das mit Karl und Carla musste einfach dann... Karl der Große, ja, und dann ist Kakarina die Große einfach. Kakarina die Große gefällt mir richtig gut. Das ist... Du hast sowieso Namen, sehr häufig schon in den Streams die Namen beigesteuert. Also da bist du wahnsinnig kreativ, was das betrifft. Ja, das macht mir auch wahnsinnig Spaß, mir da was zu überlegen. Ja, weil es halt meistens zu den Tieren halt auch eine Geschichte gibt. Also entweder haben sie eine Funktion, eine Aufgabe innerhalb dieser Basis, oder es gibt halt eine Geschichte beim Zähmen, wo dann halt, die man dann im Namen verewigen kann. Und das ist immer super. Also wenn du da im Stream dabei bist und dann so einen Namen reinwirfst, da zerlegt es mich regelmäßig. Das ist super. Mache ich auch wahnsinnig gerne, ja. Es ist eine riesen Gaudi, vor allem dann eben auch die Reaktion darauf dann zu sehen. Also ich freut mich immer wieder, dass es passt, ja. Kakarina die Große, fantastisch. Ja. Aber so sonderlich hygienisch ist es jetzt nicht unbedingt in deiner Küche, ja? Sie hat hier gerade hinge... Ja, doch, also ich weiß von nichts. Ja, also normal macht es der Schorsch eigentlich recht gut, der fegt sie durch. Ja, der Schorschi, kümmert sich hier um die Küche, um die Verpflegung der Gäste, um den Biergarten kümmert er sich. Ja. Ja, okay. Aber manchmal, jetzt ist er vielleicht, hat er ein bisschen Lampenfieber, ja. Er ist gerade sogar ein bisschen still und so. Ist ein bisschen steif, ne? Ja, ja. Ja, ja. Er möchte halt keinen schlechten Eindruck machen. Seine Hose hat Löcher. Ja, das ist von der harten Arbeit. Ach so, das ist, okay. Ja. Das sind Arbeitsklamotten, das ist der Blaumann, ne? Ja. Naja, okay, man braucht auch ein paar Helfer, wenn du ja schon solo bist in der Basis, ne? Das ist ja ganz genau, klar. Also da, kümmert er sich hier um alles, was so anfällt. So der Haushalt, Küche, bisschen Handwerk. Ja, der, Was ist denn? Das ist, weil ich ja hier die bayerische Seite vertrete, der Ufke ja das hessische. Ja. Und da hat der kleine Mann hier einfach da gut zugepasst. Aber was ist denn das? Der Bavarian? Was ist denn das für ein Skin? Ja, den wirst du wahrscheinlich auch noch nicht kennen. Nee. Der ist neu bei einer der Eco-Mods dabei. Was? Bei der RP-Mod oder was? Die hat zuletzt ein Update bekommen. Ist das da drin gewesen? Nee, bei der mit den Büschen. Also der Gartendekor. Pflanzbusch, genau. Echt? Die hat so einen Gartenzwerg-Mod oder was? Ja. Also so den Skin. Kannst du den mal bitte abziehen, den Skin? Ich habe noch welche übrig, ich kann dir welche geben. Nee, ja, einfach mit Mütze. Ach so. Ja. Ja, mit Mütze habe ich sie fertig. Ja, ach so. Das ist ja gigantisch. So, hier ist der kleine Gartenzwerg. Ja, und ein echter Bayer nur mit Bart, ne? Ja, passt. Ja. Gott, sieht das schon aus, wenn das auf meinem anderen Charakter wäre, auf dem schönen. Oh Gott, bitte nicht. Ich bin ja positiv überrascht, dass du heute so... Ja, das war ein Versehen. Ja. Ich habe dich erst nicht erkannt, ne? Ja. Verstehe ich. Wieder retour.
Ja, und der Bayer hier, der Kleine, der musste halt mit Bart. Ja, klar. Mit Bart und Mütze. Das sieht bei denen auch sowas von toll aus. Ja. Aber warte. Farblich passt er halt auch gut. Da könnte man ja richtig Spaß haben mit diesem Skin. So ein Otter mit diesem Skin ist auch schon auch nicht. Oh ja, ein Otter habe ich leider nicht, aber ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir... Ja, nee, Quatsch, nicht Chaboa. Die anderen, ja. Ja. Habe ich da keinen mehr gefunden, aber sonst hätte ich auch noch einen hier gehabt, ja. Warte, Äffchen müssten ja auch gehen. Ach schön, ja, ach da ja, lässt sich einiges mitmachen. Ja, definitiv. Genau, die Daisy ist hier die gute Seele des Hauses. Mhm. Hat auch gerade hier hingekackt, also das ist... Ja, der Schorsch, nennen wir sich Schorsch. Schorsch ist also der... Schorsch, kümmere dich mal. Ja. Ah ja. Ja, hier oben ist so die gemütliche Stube. Da kann man sich ja nach einem harten Arbeitstag gemütlich machen. Hier kannst du Dinner for One nachspielen. Ja, ja. Cheerio, Sophie. Zum Biergarten ja, geht's dann oder, auch oder noch. Sich halt hier gemütlich vor dem Kamin regeln auf dem Fell. Ja, alles möglich, genau. Na, wo ist er hin? Da, genau. Hervorragend. Ja, aber ich find's einfach schön, was es so alles gibt. Ach ja, genau, hier, das müsste der Furniture and Deco Crafting. Aha. Das müsste der Tisch mit dem Flaggen sein. Ja. Das ist, was ist denn das? Das RP? Nichts genaues weiß man nicht, ne? Ja, genau. Ist die RP-Deko? Ja, ich habe keine Ahnung. Achso, nichts genaues weiß man nicht. Da, ja, exakt. Okay. Ah, wird schon irgendeine Eco-Mod. Installiert's euch alle, die sind alle gut. Genau. Ja, hier ist so meine kleine gemütliche Ecke. Das Bettchen für... Ja, wenn man bei den 24 Stunden mal ein Stündchen zum Schlafen kommt. Hier mit dem Vogelkäfig. Der Tag bräuchte ja 48 Stunden Minimum. Ja, so ist es. Eher 72, genau. Den Käfig hatte ich schon bei einer anderen Basis auch gesehen. Den finde ich auch total toll. Ja, also mit den Agentarwissen drin, das ist echt schön gemacht. Schön, wenn die noch ein bisschen eine andere Animation hätten, aber... Ja, das kann man leider nicht einstellen. Ja. Aber auch, ich meine, vorher war es ja komplett ohne Animation, da war ja nur einfach ein Rabe drin. Ah ja, okay. Und das mit dem Update kam anscheinend jetzt der Agentarwissen rein. Ja. Das finde ich schon schön. Auf jeden Fall. Hier ist das Gästebad. Aha. Mit allem drum und dran. Mit... Immer laufender Dusche. Wassermangel gibt es hier ja schließlich nicht bei den Wasserfällen vor der Tür. Eben, das wird gleich wieder verwertet. Sauber. Exakt. Hier mit den kleinen Schränkchen und so. Es ist super, was diese Mod... Das müsste ziemlich alles RP-Dekor sein. Es ist das super, lässt was sich diese, liebevoll einrichten, ja. Ja, einfach, was man da an Leben halt einfach reinbekommt. Ja. Wenn du Hunger und Durst hast, ne? Ich habe hier in der Schale liegt ein bisschen was zu essen für dich. In dem Trinkhumpen hier ist ein Bier für dich. Aha. Ja, ja, ich. Ja. Moment. Ja. Moment, ich fliege. Hilfe! Das war eine Falle, gib's zu. Eigentlich nicht, nein. Wolltest du dich hinsetzen? Nee, ich wollte eigentlich nur da stehen. Achso. Nee, also normalerweise ist, ich bleib da nicht hängen. Ja, oh Gott, ich schaff alles. Ich finde Bugs, die es gar nicht gibt. Sauber. Vorführeffekt. Sehr schön. Auch der Kerzenständer da oben nochmal hier, diese Schwerter und Schild und es ist einfach so toll, was man da machen kann. Schön. Ja, und hier, genau, hier ist die gemütliche Leseecke mit Blick auf den nach draußen. Mhm. Ja, und hier geht's zu oft in den Biergarten. Für meine Gäste nur das Beste. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder Pisswetter. Ist so klar, wenn ich komme. Ja, hier sind die Bierfässer. Also trinken gibt's reichlich. Feier gerade das frisch gebraut. Ich freue mich auf das Pilzhaus. Ja, ich habe das so gefeiert, wo ich das entdeckt habe. Ja, und eben hier hinten in der Mod, hier im Blumentopf. Da habe ich das entdeckt und dachte mir, nein. Das ist die Gartendekor, ne? Damit kam das. Ja, ja, ich habe die auch noch gar nicht vorgestellt bisher. Die waren irgendwann später reingepatcht worden. Ich habe so gefeiert, als ich das entdeckt habe. Und die zwei Sachen, die sind eben auch komplett neu gewesen. Kann man das Schlumpfdorf bauen. Exakt. Ja, also hier aber oben ist echt toll. Gesagt, also der Biergarten hier, da hält sich's aus. Ja, also super. Wunderschöner Blick auf die Wasserfälle. Ja.
Ich so lässt hier. Sich's leben, ja. Ich hab mir auch schon gedacht, so, wird's das in echt geben, ich würde sofort einziehen hier. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht ganz mit den Nachbarn, also sprich hier Kano, Nonnichus und Co., aber ansonsten... Ja. Aber ansonsten... Oh, da oben die Argentavis, die drohen aber auch schön majestätisch. Der rechte sieht ja auch stark aus. Sauber. Toll, hast du schön gebaut hier. Wie man sieht, ich mag's bunt. Ja, gerade bei den Vögeln muss das aber auch. Ja, es steht ihnen einfach unglaublich gut. Hier hinten geht's auch nochmal auf eine Terrasse. Ja, hin. Genau, hier. So, jetzt hat. genau, hier pflanze ich die Beeren an für den fürs Bier. Mhm. Kirschbier. Beerenbier, ja, ja. Ja. Narkosebär. Fruchtbier, also so eine Art Fruchtcider. Mhm. Ja, hier. Anlegestelle fürs Schiffchen. Genau, da ist die Anlegestelle, da kommt man aufs Boot. Bisschen springen. Ja. Genau. Ja, also hier oben ist sozusagen das, wo die Gäste vom Restaurant Seeblick ihre Tiere auch abstellen können. Aha. Ich meine, andere fahren Tesla. Ich fahre Tekla. Die Tekla. Schöner Günni. Ach, fantastisch. Und das ist ja quasi die Seefähre hier. Ja? Genau. Darüber. Das ist das fahrende Restaurant sozusagen, das Seerestaurant. Also man kann entweder oben über die Treppe rein oder hier. Mhm. Genau. Hier ist die Gabi, sozusagen Küchenchefin. Ich finde das super, wie du das mit Leben gefüllt hast, alles so. Also allein über die Namen, dann halt die NPCs hier platziert, alles so dekoriert und so. Das wirkt einfach super lebendig, was du hier baust. Super. Ja, ich fühle mich hier auch eigentlich fast wie zu Hause. Das ist, es macht einfach so Spaß. Das ist, man macht sich so ein bisschen gemütlich. Also hier ist übrigens der Dodo-Stammtisch. Für die harten Trinker. Ja. Bierbottle, ja, wunderbar, ja, genau. Stehen alle schon parat. Genau, und ansonsten... Weitere Vorräte. Ja, exakt. Ja, hier sind so ein paar kleine Erinnerungen in der Ecke. Für, also eine Trophäe für das schönste Restaurant. Aha. Ja. Mehrfach ausgezeichnet. Genau. Ja, und es ist hier so eine gemütliche, ist die gemütliche Chill und Lounge auf dem Boot. Da kann man schön also aufs Wasser blicken. Und ansonsten, wenn man hier ist, hat man einfach einen unglaublich schönen Blick auf den See dann, wenn man rausfährt. Ja, es ist... Also, ja. Ich wiederhole mich, aber es ist halt einfach, das ist einfach ein geiler Spot. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Gäste sind momentan keine da. Aber wie gesagt, wenn, könnte man hier halt wunderbar an den Strand fahren. Dann können die Gäste mit ihren Tieren hier hochreiten, abstellen. Futternapf für die Tiere ist natürlich auch alles für gesorgt. Hervorragend. Ja. An alles gedacht. Man muss hier, wenn man ins Wasser springt, draußen immer nur ein bisschen aufpassen. Es könnte sein, dass man ein bisschen angeknabbert wird. Ja, ach, weißt du, das ist so hier, das sind diese Hornhautfische, weißt du? das gehört zum Wellnessprogramm. Genau. Die sind nur etwas zu fleißig, die klappern gleich die Füße mit weg. Ja, muss sein. Da muss Ordnung. Ja. So. Ja. Zip. Gerade so, ist nichts. So, ich komme hinterher. Moment. Die Rüstung ist ein bisschen schwer zum Schwimmen. Ja, rostet aber auch. Muss aufpassen. Er ist frisch poliert und eingeölt. Da rostet erstmal nichts. Gut. Ja, also das hier ist sozusagen der Hinterausgang. Da kommt man dann sozusagen hinten aus der Pension raus. Mhm. Und dann wäre hier das Gästehaus. Flauschige kleine Gästehaus. Das Ferienhaus zum Mieten. Ganz ehrlich, wenn irgendwo so ein Ferienhaus stünde, ja, in Norwegen oder so, ich würde sofort einziehen. Ja, das glaube ich. So, bitte schön einzutreten. Der Seppi ist auch schon da. Ah! Das Hauspersonal. Liest jeden Wunsch von den Augen ab. Boah, sind diese Buden cool. Ja.
Das Licht ist noch, ja genau, ist noch was Eigenes. Also es ist jetzt nicht irgendwie mit dabei in der Struktur, nee, sondern das hast du die, aufgehängt. Die Lampe habe ich auch hier aufgehängt. Die ließ sich aber perfekt oben an der Ceiling platzieren. Also man kann hier die Wände ziemlich gut auch nutzen. Man könnte auch Vorhänge vor die Fenster noch hängen. Mhm. Und vor allem das Schöne ist, man kann wirklich außen auch durch die Fenster reingucken. Also es ist wirklich, wirklich sehr schön designt. Weißt du grob, was das kostet, das Haus? Ist das irrsinnig teuer, das hinzustellen oder nö? Ne? Ich glaube, die waren es relativ ging. Erschwinglich. Es ging, ja. Ja, und das ist halt, wie gesagt, so für Gäste alles, was das Herz begehrt. Kleines eigenes Waschbecken, Tischchen, Bank. Toll. Ja. Die Häuser feiere ich echt. Mal von außen, ja. Und wenn man dann morgens rauskommt und erstmal verschlafen ist, kann man dann hier gleich ein erfrischendes Bad nehmen. So ist es. Einmal unter den Wasserfall. Genau, unter dem Wasserfall duschen. Ja, hier natürlich hier. Standesgemäß. Die Dodo-Flagge. Ah, ja. Dodo-Rex. Natürlich. Man muss ja zeigen, wo man dazugehört. Natürlich. Dodo Warflag. Ja, unter der Standarte laufen wir hier. möchtest du? Ja, das ist, sind die typischen Wände von den Treppen. Die unsichtbaren. Ah ja, man kann nicht mehr von der Treppe runterfallen. Man läuft immer gegen die Wand, wenn man. Ja, die konnte man auch deaktivieren in den Einstellungen, aber es macht Sinn, die zu haben. Hier finde ich es sehr praktisch. Man fällt dann nicht so schnell hier runter. Ja. Genau. Der Wolfi. Der möchte die wunderschöne Aussicht zeigen. Ja, geh, schau mal. Das ist sogar ein kleiner Regenbogen, ne? Auf dem See. Ganz leicht schimmert er. Genau. Also hier sitze ich auch gerne mal am Abend also und schaue dem Buschrex zu, wie er den Buschdodo jagt. Und genieße einfach diese traumhafte Aussicht. Ah, da vorne hast du sogar einen Wiffer in dir schon geschnappt. Das ist auch von ganz Anfang noch. Also der ist eine Dauerleihgabe sozusagen. Aha. Guck mal, da der drin ist immer noch ist ein großer Regenbogen. Hauptsächlich als Schutz eigentlich. Also wenn gar nichts mehr geht, dann oder wenn ich mal wirklich ganz weit fliegen muss, bei den anderen Dodos vorbeischauen, dann wird der mal genutzt. Ansonsten ist er eigentlich Deko. Diese Regenbogen auf Alguero ist einfach, ich feiere dieses. Es ist ein Traum, ja. Deswegen habe ich hier auch die Aussichtsplattform gebaut, weil man einfach dann sich hier hin, man kann sich hier hinhocken und dann Regenbogen beobachten. Das ist einfach schön. Hinten die verschneiten Berge im Hintergrund. Ja, Panorama ist super. Der Schminki hier, ich feiere ihn auch. Ja. Auch mit passendem Sattel. Also die Tiere haben alle auch einen passenden farblichen Sattel bekommen. Wenn schon, denn schon. Schminki. Ja. Glossy Rex. Ja, genau, das ist der Glossy Rex. So, hier geht's dann rüber zum Wellnessbereich. Vom Sonnendeck zum Wellness. Oh, ja. Ungeplant ist wieder typisch. Ja. Uneingeladene Gäste. Naja, ja, aber also hier wohl. Genau, hier kann man ein bisschen ausruhen auf der Bank. Oder wenn man möchte, kann man hier in die Sauna gehen. Aha. Bitteschön. Ah, hier mit Dampf und Co. Sehr schön. Ja. Und hier, super, mit dem Grill. Ja, guck, der will auch gleich. Ja, ist gleich einladend, ja. Mit Aufguss und, toll gemacht. Mit Kräutern für schönen Geruch. Toll gemacht. Und wenn es dann zu heiß wird, dann Tür auf, ab ins Wasser, Kneippbad. Ja. Finnische Dampfsauna. Ja. Genau. Zauber. Ah ja, und hier Apnoe tauchen mit Anna. Genau, die Anna, die hat das gleich mal genutzt. Die ist dann, weil hier vorne kann man Kneippbad machen und hier hinten ist dann sozusagen das tiefere Becken, da kann man dann ein bisschen schwimmen noch. Seh dich jetzt gerade nicht? Hier im Wasser. Ach, da hinten, ja. Genau. Weil hier bei der Anna ist es ein bisschen tiefer im Becken, da kann man dann auch eine Runde schwimmen. Die kann schon echt gut Luft anhalten, also. Ja. Und hat sie Betonfüße, gib's zu. nein, die taucht nur gern. Hier hinten kann man wunderschön dann im Sonnenschein wunderbar unterm Wasserfall duschen. Was für geile Spots gibt's denn hier, das ist unglaublich. Ja, ich habe mich in die Ecke einfach verliebt, ja. Ich bin hier ja über Valguero schon drüber geflogen und hab
ja, gefühlt alles gesehen. Aber das Ding ist einfach, wenn du dann jetzt hier nochmal bist und dann so diese kleinen Ecken hast und siehst halt, dieses Wasser ist wirklich so flach, dass man rein... Leck. Ja. Dass man reinlaufen kann. Und dann hier ist noch so ein bisschen, ja, so eingehüllt. Und wenn man, jetzt eben einfach hier so hochblickt, die Sonnenstrahlen, das ist einfach ein Traum. Ja, absolut. Absolut. Ja, mit den Bäumchen hier oben auch richtig schön verspielt und verträumt. Ja. Ja. Ja, und für die ganz Mutigen geht's dann hier den Wasserfall runter. Yeah! Juhu! Und hier ist dann sozusagen der große Schwimmteich. Der Bronto traut sich noch nicht da oben. Ja, der hat wahrscheinlich entweder Wasserangst oder Höhenangst oder... Er hat nicht bezahlt. Will noch nicht vom Zehner springen, das ist halt... Ja. Ah, ist verständlich. Hat Seepferdchen noch nicht gemacht. Ja, naja, so für 30 Tonnen aufwärts ist das halt auch nicht unbedingt tief genug hier. Ja, genau. Ja, und wenn man dann genug geschwommen hat, dann kann man eben hier über den Steg wieder zurück ins Haus. Darüber. Ja, also... Ich liebe den Spot hier auch. Nur haben wir in einer kleinen schnuckeligen Basis über 30 Minuten verbracht und es ist kein bisschen langweilig. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich auch hier richtig wie zu Hause. Also es ist, ich habe es mir so eingerichtet, wie ich es auch in echt haben wollen würde, dass ich mich wohlfühle und dass halt auch der Blick aus den Fenstern so jeweils so ist, dass ich sage, boah. Ja, so ein bisschen so, es macht gerade echt Lust auf Urlaub. Ja, ja, und wenn das Schiff hier vorne nicht parkt, habe ich eben hier beim Kochen auch den Blick draußen auf den See. Aha. Ja, es ist echt toll, Respekt. Schön gebaut und wie gesagt, was ich halt so toll finde, ist, dass du es so lebendig gestaltet hast. Nicht einfach nur irgendwie halt ein schönes Haus gebaut, sondern hast halt dir was dabei gedacht immer und die Namen, wie gesagt, das hat man ja schon und dann dekoriert bis ins kleinste Detail. Ja. Ist toll. Super toll. Super, ja, toll. Ja, Valguero macht auch einfach Spaß. Darum habe ich die Map auch als Server reingenommen, weil ich mir gesagt habe, wir haben so viele PvE-Begeisterte, die irrsinnig gerne so kreativ halt einfach mal unterwegs sind und da ihre Herausforderungen suchen und nicht unbedingt jetzt in der schwersten, härtesten Map oder härteste Bossgegner oder dergleichen oder gar PvP, sondern eben die Herausforderungen in der Kreativität. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großer Inhalt von ARK und ganz große Möglichkeiten, die es da gibt. Ja, immer dank der toll. Vielen schönen Mods auch. Eben, eigentlich nur dank der Mods, muss man fast sagen. Weil ohne die wäre das hier ziemlich kahl. Ja, ohne das wäre es halt einfach eine Holzhütte mit... Stuhl und Tisch und Bett. Sehr kargen Tisch und Bett, ja. Ja, genau. Und die Mods geben das Leben rein, geben die Geschichte... Und die Möglichkeiten hier... Allein die schönen kleinen Deko-Sachen, so Teppich hier und kleine Kerzen für die Tische. Genau. Und das Essen und Trinken so als Deko auch. Der abgesessene Sessel hier, der beim Arbeitstisch. Ja. Dieser alte Ohrensessel. Ja. Super. Also, haben wir wieder was ganz Tolles gesehen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank an Freya fürs Rumführen. Und, sehr gerne. Vor allen Dingen wünsche ich dir ganz viel Spaß weiterhin. Ja, ich hoffe es. Und viele schöne Ideen. Und dann werden wir schauen, in welche Richtung es uns das nächste Mal verschlägt bei der nächsten Folge von Architects. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao.